Frau Dr. Kamersin, Stichwort Mobilitätswende durch Verhaltensänderung. Was kann eine Veranstaltung wie die Ionica zu so einer Verhaltensänderung beitragen? Die Psychologie und die Soziologie haben, glaube ich, eindrücklich beschrieben und überzeugend dargestellt, dass es notwendig ist, diese Disziplinen auch mitzunehmen. Toll, dass quasi jetzt am Vormittag diese zwei oder drei Vorträge zum Thema menschliches Verhalten überhaupt präsentiert wurden. Das ist ja schon ein Riesenschritt, weil ich kenne Tagungen dieser Art, die haben sich nur mit Technologie beschäftigt, weil wirksam, weil effizient und vielfach sogar billiger als eine banale Förderung.